Hallöchen Leute, hier ist wieder euer Sephiron mit einem neuen Let's Play. Ja, The Book of Unwritten Tales, die Viehchroniken. Ja, liebe Leute, das ist mein erstes Point-and-Click-Adventure überhaupt. Wie gesagt, die Viehchroniken wird es sein. Von King Arts, was mich vom Namen her sehr an Lucas Arts erinnert, muss ich jetzt gerade mal sagen. Ich weiß nicht, ob die was miteinander zu tun haben. Ich glaube, Lucas Arts wurde mit, keine Ahnung, vor einiger Zeit abgesetzt oder keine Ahnung. Ihr müsst mich da korrigieren, falls ich da falsch liege, aber ich habe so irgendwas gelesen mal, so irgendwo im entferntesten Sinne. Ja, auf jeden Fall. Wer Monkey Island kennt, wird dieses Spiel mögen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich habe es ganz kurz angezockt, um die Audio-Einstellungen zu testen, aber ich spiele das Spiel blind. Also ich habe keine Ahnung, was da passieren wird. Und da es mein erstes Click-and-Point-Adventure ist, oder Point-and-Click, wie auch immer, ja, wird bestimmt eine Herausforderung für mich werden. So, Book of Unwritten Tales. Dann starten wir hier ein neues Spiel. Kapitel 1 natürlich. Den Schwierigkeitsgrad ändern wir jetzt aber mal auf schwierig. All die Rätsel, all der Schmerz. Und wir starten das Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß mit The Unwritten Tales, die Viehchroniken. Einzige gewaltige Schlacht zwischen Menschen und Orks, Zwergen und Schatten, Elfen und Hexern und ich mittendrin. Ich hatte einfach genug davon. Genug davon, für die eine oder die andere Seite die Knochen hinzuhalten. Genug davon, entweder Befehle auszuführen oder um mein Leben fürchten zu müssen. Ich habe eine Gelegenheit beim Schopf ergriffen und von nun an habe ich mein Leben selbst in der Hand. Was könnte schon schiefgehen? Crimson Cow presents a game by King Art Games. The Book of the Unwritten Tales, die Viehchroniken. Es war so, wie ich es mir immer vorgestellt hatte. Ich hatte die engen Gassen der Städte hinter mir gelassen und flog mit meinem brandneuen Luftschiff der Freiheit entgegen. Und sobald ich gelernt hätte zu navigieren, würde es mich bringen, wohin ich nur wollte. Ein fantastisches Gefühl, das mir niemand nehmen konnte. Nichts und niemand. Ach, verdammt. Nathaniel Bonnet! Ich wusste, dass ich dich finden würde. Für dich, Kapitän Bonnet, meine Liebe. Der Rote will sein Schiff zurück. Dann solltest du nicht mit Kanonen darauf schießen. Ich verrate nichts, wenn du mich fliegen lässt, okay? Ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Es geht um 3 Sack Gold. Wow, 3 Sack Gold. Köpfe jagenden Ork-Freunde da drüben ist nicht zu spaßen. Wenn sie das Schiff entert, könnte es aus sein mit dem Leben in Freiheit. Oder mit jedem Leben. Irgendwie muss ich ihr entkommen. Lande auf dem Eis oder trage die Konsequenzen.
Die Hotspot-Hilfe ist im schweren Spielmodus standardmäßig deaktiviert. Du kannst sie in den Einstellungen einschalten. Ja, sehr gut. Wir brauchen keine Hilfe, denn wir sind keine Muschis. Wir sind hart gewaschene Let's Player. Hier, Einstellungen. Mal kurz, was mir gerade aufgefallen ist, die Musik ein bisschen runter. So, das sollte aber dann passen. Betrachte die Kiste. Das ist gerade das Erste, was mir hier so auffällt. Wichtiger als die Schätze des roten Piraten war mir sein Schiff und die Aussicht, endlich mein eigener Herr zu sein. Aber warum sollte man sein neues Leben nicht mit ein paar Kisten Gold beginnen, habe ich mir gedacht. Okay. Was zum... Konfetti, Tröten, Partyhüte? Ich hasse Karneval. Ja, wir auch. Wir hätten lieber das Gold gehabt. Was haben wir hier denn noch? Betrachte die Kaffeemühle. Eine Kaffeemühle. Was macht denn eine Kaffeemühle mitten auf einem Schiff? Auf einem Flugschiff? Huch. Hallo? Nate? Wo bist du hin? Nate? Wenn ich Ballast abwerfe, könnte ich höher fliegen und vielleicht auch etwas schneller, aber egal was ich tue, ich werde Sasis Abfangjäger nicht entkommen können. Wo ist denn Nate hin, bitte? Das Ding da nennt man Kaffeemühle. Die Menschen in den Ostlanden malen braune Bohnen damit, aus denen sie dann einen bitteren Trunk brauen. Sie sprechen ihm magische Wirkung zu, vor allem morgens. Ja, das nennt man auch Koffein. Was haben wir hier? Einen Hebel. Wenn ich das mal schaffe, das mal anzuklicken hier. Hallo, hier. Ach, Steuer. Die Technik ist erstaunlich simpel. Man dreht das Rad nach links und das Schiff fliegt nach links. Man dreht es nach rechts und es fliegt nach rechts. Hoi. Oder später bekomme ich auch noch heraus, wie man hoch und runter fliegen kann. Ja, das wäre sehr gut. Betrachte die Weinflasche. Die Flasche ist leer. Aber der rote Pirat weiß, was gut ist. Der Wein hat einen Korken. Korken und Korkenzieher stecken noch im Hals der Flasche. Okay. Nimm den Korkenzieher. Ich stecke nur den Korkenzieher ein. Leere Flaschen interessieren mich nicht. Okay, betrachte die Dampfmaschine. Früher... Hallo? Nate? Das Baby schafft den Kessel Run in unter 2 Tagen und fliegt 1,5-fache Windgeschwindigkeit. Was immer das bedeutet. Ja, das wäre so die Knoten für... Im großen Fass steht noch ein kleineres. Ein Pulverfässchen. Dann wollen wir der Grünhaut mal Feuer unter dem Hintern machen. Oh oh, was mache ich denn da? Mist, leer. Hallo, Nate? Wo bist du überhaupt? Ich sehe dich nicht. Naja, dann gehen wir mal hier runter in die Kajüte. Ah, da bist du ja wieder. Sehr schön. Och, was ist das denn für eine dicke Osche da oben? Ich war noch gar nicht hier unten. Ich hatte es ein wenig eilig, mit meinem Gewinn die Pirateninsel zu verlassen. Aber Olala. Alles, was der Dicke hier angehäuft hat, gehört nun mir. Was hast du dir hier denn angeschleppt? Yeah. Danger. Betrachte es fast. In diesen Fässern wird alles gelagert, was man auf langen Reisen sicher und trocken halten will. Trockenfrüchte, Tabak und Gummibärchen zum Beispiel. Ja, der Nate gefällt mir. Seine Ironie, sein Sarkasmus, ach, ich find's einfach toll. Erinnert mich gerade mal so an Guybrush, wenn ich das sagen darf. Ein Western-Outfit, eine Bowlingjacke, ein Oktopus-Kostüm, eine Federbohr, was man halt so erwarten würde. Kann man da mal reingucken? Durchsuche den Schrank. Ich könnte mich als Prinzessin verkleiden und mich von einem dicken Klempner retten lassen. Na. Kennt ihr das? Kennt ihr das Klischee oder die Story? Ja, Super Mario oder Mario im Allgemeinen. Der dicke Klempner mit dem italienischen Akzent. Nee, das war Borat, aber... Ich könnte mich als Fledermaus verkleiden, mein Anti-Abfangjäger-Spray benutzen und... Nein, auch nicht. Haben wir sonst noch was in dem Schrank? Ich könnte mich als Computerspieldesigner verkleiden, das erste Kapitel umschreiben und... Nein. Nein, dann hätten wir nämlich nichts mehr zu spielen. Was ist denn das? Betrachte die Unterlagen. Unglaublich, worum man sich als Pirat heutzutage kümmern muss.
Krankenkasse, Piratensozialkasse, betriebliche Altersvorsorge, Unfallversicherung. Laut dieser Unterlagen ist ein Pirat mit Augenklappe und Holzbein berufsunfähig. Ja, dann wäre ja die halbe Piraterie-Mannschaft da betriebsunfähig. Was auch immer. Nimm die Unterlagen. Der Papierkram war schon beim ersten Lesen langweilig. Da ist sogar die Büroklammer, die das Ganze zusammenhält, interessanter. Okay, aber wir nehmen es trotzdem mal mit, ne? Ach, die Büroklammer haben wir jetzt mitgenommen, ach. Okay, ja. Kästchen. Ah, das sieht mir sehr nach teuren Zigarren aus. Oh la la. Natürlich verschlossen. Sieht aus, als bräuchte ich einen sehr kleinen Schlüssel oder eine verdammt große Axt. Oh, sein Humor gefällt mir doch schon sehr. Also, muss ich jetzt gerade mal sagen. Echt, ohne Scheiß jetzt. Guybrush Threepwood 2 ist das. Nate. Was ist das denn? Ein Schiffchen? Mein Schiff. Oh, nicht schlecht für einen armen Jungen aus den Straßen von Huffenhausen. Joa, nicht schlecht. Ich habe früher Äpfel gepflückt und sie poliert, bis sie unwiderstehlich aussahen. Dann habe ich sie verkauft und mir am nächsten Tag von dem Gold neue Äpfel gekauft. Viel mehr dieses Mal. Wieder habe ich sie poliert und verkauft und am dritten Tag konnte ich mir Holz für einen kleinen Marktstand leisten. Mit dem Gold, das ich mit meinem Marktstand verdiente, kaufte ich mir ein Grundstück, um Apfelbäume zu pflanzen. Auf dem Grundstück habe ich dann einen Goldschatz gefunden und bin zum Pokern gegangen. Harte Arbeit ist scheiße. Alter, du sprichst mir aus der Seele, mein Freund. Du sprichst mir aus der Seele. Ach, wie ich den Kerl liebe. Also, ich mag den jetzt schon. Ja, wir müssen einen Weg finden, diese Ork-Dame da draußen loszuwerden. Und das auf möglichst sichere Art und Weise. Denn wir wollen ja nicht, dass unser Schiff hier Schaden nimmt oder ja auf irgendeine Weise geentert wird oder so. Betrachte den Schminktisch. Töpfchen, Tiegel, Cremes, Puder, Pinsel. Alles, was man für eine Altbausanierung braucht. Oh wow, du scheinst dich ja damit auszukennen. Nimm die Schminkutensilien. Was soll's? Nehmen wir das. Und das. Und das. Und noch ein wenig davon. Okay. Mit dem Kram könnte man einen Paladin glücklich machen. Jetzt müssen wir uns nur noch das Kleidchen da im Schrank anziehen und dann können wir uns pudern und machen und tun, bis wir so aussehen. Nee, wie die da oben. Ja, apropos die da oben, sprechen wir doch die einfach mal an. Die scheint sich ja zu bewegen. Oder zu leben. Oh, wie hübsch. Habe ich da einen sarkastischen Unterton gehört? Nein. Wer bist du? Die Frage ist ja wohl eher, warum ein abgerissener Matrose in der Kapitänskajüte herumschnüffelt. Ich bin der Kapitän dieses stolzen Schiffs. Stolz? Das war ich einmal. Sieh mich jetzt an. Ich bin ein Monster. Sind Galionsfiguren nicht immer vorne am Schiff? Ich dachte immer, Galionsfiguren seien vorne am Schiff. Du meinst am Heck? Ja, richtig, am Heck. Es ist der Bug. Hä? Vorne ist der Bug. Das Heck ist Steuerbord. Oh, das wusste ich nicht. Ich sehe, du bist voll qualifiziert, ein Luftschiff zu steuern, Kleiner. Du verwirrst mich ein bisschen, du alte Dame, du... Du bist doch kein Monster. Ich finde nicht, dass du wie ein Monster aussiehst. Ach doch. Ich bin alt und zu nichts mehr zu gebrauchen. Du willst nur Komplimente von mir hören, oder? Wenn es so wäre, hättest du es jetzt ruiniert. Weil du jetzt weißt, dass ich jetzt weiß, dass du nur ein Kompliment hören willst? Du hast etwas an dir, das mich wünschen lässt, ich könnte meine Arme bewegen. Nicht, um dich zu knuddeln. Wer bist du? Noch einmal, wer bist du? Ich bin die Mary. Mary? Wie das Schiff? Ich Bloody bin Mary. Das Schiff. Oder was davon übrig ist. Einst habe ich die neuen Weltmeere bereist. Ich habe mich durch Wellen gekämpft und Welten erblickt, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Geht das schon wieder mit den Zitaten los? Dann gewann mich dieser rote Pirat bei einem Kartenspiel. Unter 5 Kapitänen habe ich gedient. Trinker, Piraten. Aber niemand war so schlimm wie er. Er hat aus mir ein Luftschiff gemacht. Meine stolzen Segel hat er gekappt und mir diese
diese aufgeblähten Luftsäcke verpasst. Den Dicken bist du los. Ich, Kapitän Nate Bonnet, hab dich gewonnen. Willst du mich auch für Vergnügungsfahrten nutzen, Kleiner? Mich deinen betrunkenen Freunden und Dirnen vorführen? Ich will mit dir die Welt bereisen, auf Entdeckungsfahrt gehen, Abenteuer erleben. Freunde habe ich keine. Das mit den Dirnen, das wird sich zeigen. Okay, wir haben da draußen ein kleines Problem. Hör zu, Mary. Wir beide, du und ich, werden bis zum Rand der Welt und wieder zurückfliegen. Aber dazu musst du mir helfen. Muss ich das? Neben uns fliegt ein Luftschiff. An Bord ist eine Kopfgeldjägerin namens Masas. Sie jagt mich und will uns beide zurück zum Roten Piraten bringen. Was erwartest du von mir? Ich bin kein Kriegsschiff. Und entkommen kann ich hier auch nicht. Ich bin nicht mehr die Jüngste. Jeden Augenblick könnte dir von Masas eine Kanonenkugel durch den Rumpf gefeuert werden. Ist dir das egal? Vielleicht ist es das Beste für mich, hier und jetzt zu sinken. Abzustürzen. Schiffe sinken. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Ich lasse mich nicht von jedem retten. Eine Lady will erobert werden. Oh la la. Erobert? Du wirst geentert, meine Dicke. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wir müssen zusammenarbeiten. Ich nehme einfach mal das Erste. Masas ist eiskalt. Sie kommt hier rüber, legt mich in Ketten und bringt dich zurück zum Roten Piraten. Man soll nicht immer alles so negativ sehen. Vielleicht nimmt die Sache auch ein gutes Ende. Das war das gute Ende. Das Schlechte hat mit gebrochenen Knochen und Masten zu tun. Meine Masten wurden mir schon vor Jahren genommen. Und deine Knochen interessieren mich nicht weiter. Weißt du was? Ich werde mit einer durchtrainierten, wild entschlossenen und gut ausgebildeten Ork-Kopfgeldjägerin schon alleine fertig. Das wird bestimmt amüsant. Können wir mich nicht irgendwie schneller fliegen? Vielleicht würden wir schneller fliegen, wenn wir ein paar überflüssige Pfunde loswerden. Unverschämtheit! Ballast abwerfen, meinte ich. Ich sehe hier nur einen, den man als überflüssigen Ballast bezeichnen könnte. Oh. Ja, wieso sind immer alle so gemein zu mir? Ja, ne? Unglaublich. Sag nicht immer kleiner zu mir, ich bin dein Kapitän. Ich bin dein Kapitän und du solltest mich nicht kleiner nennen. Du bist jemand, der ein altes Schiff beim Glücksspiel gewonnen hat. Das macht dich nicht zum Kapitän kleiner. Ich werde der größte Luftschiffkapitän aller Zeiten. Träume sind gut. Aber eines Tages wachst du auf und hängst an Seilen unter einem Ballon und spürst die Wellen nicht mehr an deinem Bug und die salzige Luft nicht mehr in deinen Segeln. Das ist mein größter Albtraum. Ich muss weiter. Als Kapitän habe ich viel zu tun. Du musst es ja wissen. Na. Okay, ja, liebe Leute, was machen wir denn jetzt? Sollen wir einfach mal rausgehen und gucken, was wir da machen können? Weil ich sehe hier drin nicht mehr so viel, außer das hier. Mit dem Fass können wir da noch was machen. Das Fass wurde mit Teer versiegelt. Das kann ich nicht so einfach öffnen. Ach so. Ja, dann müssen wir vielleicht einen Weg finden, das zu öffnen. Betrachte den Ofen. Das Feuer im Ofen ist erloschen. Ich sehe nur noch einige glimmende Holzstücke in der Mitte. Ja, kannst du die mitnehmen? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man glühende Kohlen nicht in die Hand nimmt.